Hallo alle zusammen und schön, dass ihr hier dabei seid zu einer weiteren Folge meiner Shogun, wollte ich sagen, Rome Total War Online Battles natürlich. Ja, heute kämpfe ich mit den Seleukiden gegen die Römer bei einer Schlacht mit 15.000 Denare. Mit dabei habe ich insgesamt 6-mal Silberschild-Pikeniere, 6-mal Bogenschützen ohne Upgrades, meine Pikeniere sind alle Gold-Gold, 5-mal Sensenstreitwagen ohne jegliche Upgrades und 2-mal griechische Kavallerie jeweils Gold-Gold. Ja, warum nehme ich was mit? Meine Bogenschützen sollten in erster Linie die Römer beschäftigen und seine Bogenschützen aufreiben, da in der Regel die Römer sehr selten mit Bogenschützen spielen und wenn auch nur wenig. Oder die Hilfstruppen-Bogenschützen, die werden dann, naja, auf dem wurde halt der Fokus gelegt, dann sind die Infanteristen schlechter. Ich wollte halt seine Bogenschützen auf jeden Preis ausschalten. Also zu jedem Preis. Meine Silberschild-Pikeniere habe ich tief gestaffelt, um den Nahkampf lange auszuharren gegen die feindlichen Infanteristen. Meine Wagen an die Flanken gestellt, um seine Kavalleristen auszuschalten und einen Trupp dahinter, damit ich im Notfall dort agieren kann, wo er eher gebraucht wird. Und meine griechische Kavallerie hier drüben sollte in erster Linie dazu dienen, fliehende Einheiten aufzureiben, damit diese nicht mehr ein Problem sind. Gut, dann starten wir mal direkt rein. Gucken wir uns mal genau erstmal die Armee an. Regeln waren CDB. Mein Gegner hat insgesamt 8-mal erste Legionärskohorte mitgenommen, 4-mal römische Bogenschützen, 5-mal viermal prätorianische Kavallerie und einmal römischer General. Also eher eine magere Kavallerie, eine zahlenstarke Infanterie und ja, eher magere Bogenschützen. Theoretisch gesehen, wenn man es richtig anstellt, würde diese Infanterie hier ausreichen, um meine Silberschild-Pikeniere zu vernichten, indem man einfach nur Pila wirft. Theoretisch gesehen würde dies reichen. Doch das hat jetzt hiermit eigentlich so nichts zu tun, ist. Na egal. Gut, wie man sieht, setzt seine Bogenschützen an die Flanken. Meine Bogenschützen schießen schon mit Feuerpfeiler, weil ich vergessen habe, Feuer auszuschalten, weil es hier eine Sonnenuntergangsschlacht ist. Aber das wird gleich gemacht und ich kümmere mich in erster Linie darum, dass die Bogenschützen vernichtet werden. Dass diese kein Problem mehr sind. Die Infanterie vom Römer marschiert los und will sich meine Bogenschütze statt meine Wagen habe ich an die Flanken reiten lassen. Sieht man schon schön, er ist quasi umzingelt. So. Ja, die Bogenschützen sind schon in erster Linie ganz schön geschwächt und schießen noch nicht mal richtig zurück. Jetzt versucht er hier durch die Lücke durchzugehen und damit mich zu flankieren. Meine Wagen kommen aber noch dazu und versuchen sich hier noch den General zu schnappen. Was sie gerade noch so geschafft haben. Und natürlich auch erfolgreich. Das war der Vorteil dabei. Und sind schon ein paar Männer gestorben. Jetzt musste ich die Wagen von hier drüben noch mit dazu ziehen und hoffen, dass die Feuerpfeile hier nicht effektiv werden. Hier drüben kämpft mein einer Trupp Silberschild Pikeniere gegen drei Truppen Legionärskohorte. Hier konnte ich meinen Wagentrupp nochmal dazu ziehen, der hinter den Linien sich befunden hat. Und jetzt bricht die Moral der Legionärskohorten aufgrund der vielen Wageneinheiten, die sich hier in der Umgebung befinden, die Kavallerie aufreiben. So entsteht hier eine kleine Massenpanik und die Flanke ist komplett aufgerieben. Hier drüben der Trupp ist schon komplett tot vom Nahkampf. Dieser Kavallerietrupp wurde hier komplett vergessen, wird jetzt vernichtet. Genau. Jetzt ist ein großer Teil gestorben schon. So, in dem Moment laufen jetzt auch meine Streitwagen hier drüben Amok und ich wollte mir eigentlich die fliehenden Einheiten hier schnappen. Gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt haben sich meine griechischen Kavalleristen darum gekümmert, hier die fliehenden Einheiten ein bisschen aufzureiben und die Bogenschützen sehr gut beschäftigt. Die Infanterie wird jetzt hier weiter zum Fliehen animiert, indem ich mit meinem Wagen reinrase. Man sieht, Stück für Stück flieht alles immer mehr. Im Grunde genommen hatten die Römer hier schlechte Karten gehabt. Dafür hat sich hier wieder eine Menge gesammelt, vor allem auch Legionäre. Der Trupp hier ist noch fast vollständig. Der hat. Nee, doch nicht. Der ist ganz schön dezimiert. Oder? Nee, der ist noch fast vollständig. Ja, aber jetzt hat er hier die Niederlage eingestanden, weil ich ihn komplett vernichtet habe. Ja gut, ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Wir kommen jetzt zu den Statistiken. Ich habe 1405 Männer eingesetzt, habe 1171 besiegt und ja, nicht mal 200 Mann verloren. Mein Gegner Maximan Boris hat 1500 eingesetzt, hat 130 besiegt und hat 366 Überlebende. In meinen Statistiken haben meine Silberschild-Pikeniere ordentlich abgeräumt hier. Mit sehr vielen Kills, gerade bei den fliehenden Einheiten, weil die Infanterie so schlecht ausgebildet war. Die Bogenschützen hier sind, naja, mal na, eigentlich eher mittelmäßig dabei. Meine Wagen haben den gewünschten Effekt erzielt, genauso wie meine griechische Kavallerie. Ja gut, ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen, denn ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.